ich bin Carsten in Baal. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also das mit dem Begleiten, das meine ich jetzt diesmal auch wieder wörtlich. Und zwar bin ich jetzt wieder hier auf so einer Scouting-Tour für meine nächste Wandern mit Walking Eddie Tour. Also wo liegt jetzt Baal und was habe ich vor? Also Baal wird übrigens mit AE geschrieben und liegt am Niederrhein, gehört zu Duisburg. Und ja, ich habe eine Wanderung geplant von hier zur Halde Rheinpreußen. Und zwar ist die Halde Rheinpreußen nicht die berühmteste Halde hier, aber ich finde, sie hat zumindest den schönsten Haldenausblick. Und deshalb lade ich euch ein, am 4. November die Tour mit mir hier zu gehen. Ja, ich guck mal, dass ich eine schöne Strecke zusammenstelle. Also es wird nicht durchgängig schöne grüne Natur sein. Im November ja sowieso nicht mehr, aber auch so. Es geht halt auf eine Halde drauf, also Industrie, wenn man so will. Auch wenn die Halde mittlerweile schon recht grün ist. Aber das seht ihr ja dann. Will euch natürlich auch noch nicht zu viel zeigen. Sollt ja selber gucken kommen. Schaut euch mal die Pilze hier am Stamm an. Sieht fast aus wie Pancakes mit Ahornsirup. So zum Reinbeißen. Geile Sache. Ja, und hier kann man mal sehen, wie ausgehöhlt so ein alter Baumstamm sein kann. Ja, ihr hört es wahrscheinlich im Hintergrund. So ganz ruhig ist es hier im Wald auch nicht. Die Autobahn ist auch nicht allzu weit. Naja, damit muss man halt rechnen, wenn man hier in der Gegend wandert. Ja, da durch die Bäume hindurch kann man schon das Ziel erkennen. Das Geleucht auf der Halde Rheinpreußen. Ja, an diesen übrig gebliebenen Gleisen kann man erkennen oder zumindest erahnen, was der Waldsee hier früher mal war, nämlich ein Baggersee. Ja, und schon kurz hinterm Waldsee geht es dann rauf auf die Halde Rheinpreußen. Schauen wir mal, was heute von der Aussicht gibt.
Ja, da am Geleucht war gerade wieder jede Menge los. Hat sich gerade, weiß ich nicht, so eine 20-köpfige Radtour da oben getroffen. So eine Radmannschaft, keine Ahnung. Na gut. Aber ich konnte euch trotzdem ein bisschen was von der Aussicht zeigen. Ja, und das Geleucht konntet ihr auch schon sehen. Ja, dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich einen schönen Weg noch zurückfinde. Also der Hinweg, der war schon voll okay. Klar, man hört zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Verkehrslärm, aber das lässt sich einfach hier nicht vermeiden. Dafür ist man hier einfach zu nah am Ruhrgebiet. Ist ja hier, würde ich sagen, kann man durchaus als Grenze Niederrhein-Ruhrgebiet bezeichnen. Ja, wie gesagt, ich gucke jetzt mal, dass ich noch einen schicken Rückweg finde. Und mehr Details gibt es dann noch mal unterwegs. Also wie gesagt, haltet euch den Termin frei. 4.11. dieses Jahr. Was haben wir? 2018, ne? Ja, also 4.11.2018. Uhrzeit und so weiter, das wird es dann geben, wenn ich die Tour auf Facebook erstelle. Ja, ich muss mal genau gucken, ich habe jetzt die Öffnungszeiten vom Geleucht nicht im Kopf. Also heute auf dem Samstag ist das Geleucht geschlossen. Ich meine, es wäre immer mittwochs und sonntags offen. Ja, also dass das Geleucht mittwochs und sonntags offen hat, das weiß ich so auswendig, aber ich habe jetzt die Uhrzeiten nicht genau im Kopf. Dementsprechend werde ich dann die Treffpunkt oder die Zeit sowieso mit in die Veranstaltung reinposten. Ja, die Leute, die kein Facebook haben, die können mich ja ganz gerne anschreiben. Und dann bekommt ihr sämtliche Daten auch zum Treffpunkt, Uhrzeit, natürlich von mir auch gerne zugeschickt. Aber jetzt gucke ich mal, dass wir hier von der Alde runterkommen. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal denselben Weg von der Alde runter, wie wir auch hochgegangen sind. Runter zum Waldsee. Und dann gehen wir dann jetzt, sage ich jetzt mal, die andere Seite um den Waldsee herum. Jetzt bin ich in Baal wieder zurück. Sind also laut Navi so um die 12 Kilometer. So ganz genau kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich bin ja auch noch ein paar Meter in den Weg rein, um zu gucken, ob man dagegen kann und dann wieder zurück. Aber so 12 Kilometer passen schon. Ja, es wird wieder eine recht einfache Strecke werden. Also die einzigen Höhenmeter sind eigentlich nur an der Halde zu erwarten. Und der Rest ist eigentlich recht flach. Ja, und jetzt bin ich auf den letzten Metern zurück zum Rhein. Bin also die Tour, die startet auch direkt am Rhein. Ja, wenn ihr nach Baal reinkommt, kommt dann irgendwann eine Tankstelle und schräg gegenüber kommt ein Wanderparkplatz. Aber nicht dieser Wanderparkplatz ist Treffpunkt, aber direkt am Parkplatz geht eine Straße rein und die führt dann direkt an den Rhein zu einem Wanderparkplatz und das ist der Treffpunkt. Ja, hier am Restaurant Rheinblick ist dann Start und Ziel der Tour. Ich werde da jetzt mal reingehen und für uns einen Tisch reservieren. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch auf der Tour hier. Ciao.